ein. Schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen nochmal an der Ruhr-Sieg-Strecke. Ein Tag später als am vorherigen Drehtag. Ich bin wieder auf dem Rückweg Richtung Koblenz und habe hier nochmal ein paar schöne Anlagen im Bereich Lennestadt gefunden, die ich so auf meinen nächsten Heimfahrtouren dann mal nach und nach abgerasen werde. Ich bin hier sehr lange, kommt man hier mit dem Auto die B236 nicht fahren. Da war so eine ewig lange Baustelle. Und eigentlich ist auch der Weg über Attendorn ein bisschen kürzer für mich. So, da gibt es allerdings nicht so viel zu holen. Es war die Strecke frei und bin die mal wieder gefahren. So kamen wir beziehungsweise am letzten Drehtag, für mich gestern, nach Bin-Olpe. Und heute sind wir in Lennestadt Germania-Hütte. Das ist eine kleine Ansammlung von Häusern. Vielleicht lass hier 100 Leute leben. Das war's. Dürfte eine der kleinsten Stadtteile von Lennestadt sein. Ich guck gleich nochmal. Hat auch bahnbetrieblich jetzt nicht so die Bedeutung. Liegt zwischen den Bahnhöfen Lennestadt-Grevenbrück und Lennestadt-Meggen. Grevenbrück war schon länger zugehörig dem Fahrensleiter in Finnentrop. Und Meggen gehörte mal zur alten Hundem, war vor Ort, ist jetzt aber seit einiger Zeit auch ESTW bzw. sogar DSTW, also digitales Stellwerk, ebenfalls aus Finnentrop. Der hat ja jetzt sozusagen beides. Zwischen diesen beiden Bahnhöfen, diese Anlage mit Lichtzeichen, keinem Gong und Halbschranken. Ich vermute, dass der fernüberwacht aus beiden Richtungen ist. Das werden wir dann anhand der Wartezeiten feststellen. Ist der Himmelfahrtsfeiertag 2023, kurz nach 17 Uhr. Es ist hier so eine Andiger Industriestraße. Auf jeden Fall ist hier am Feiertag nichts los, sodass ich hier auch mal mitten auf der Straße stehen kann. Wir haben im Angebot hier hauptsächlich zwei Linien. Einmal den RE34, das dreifache Mischpendant. Ich erkläre es nochmal schnell. Einmal DB Fernverkehr mit IC2 Dosto-Zügen, die dann von Münster von Münster bzw. Dortmund über Iserwitten, Iserlohn, Lettmate, Werdohl, Finnentrop, Lennestadt, Altenhundem Kreuztal, Siegen fahren. Und dann fährt der Fernverkehr noch weiter über Dillenburg, Wetzlar, Bad Nauheim nach Frankfurt, mein Hauptbahnhof. Diese IC-Züge verkehren im Moment hier aber nicht wegen Bauarbeiten ab Iserlohn, Lettmate. Das heißt, es bleiben die anderen beiden Betreiber dieser Linie im Moment über. Einmal DB Regio NRW mit zumeist dreiteiligen Flirt 3 Triebwagen, Baureihe 1427. Zumindest habe ich noch nichts anderes gesehen. Die fahren zwischen Dortmund und Siegen und füllen im Moment auch die ausgefallenen ICs aus. Die fahren jetzt wegen dieser Baustelle nur zwischen Siegen und Frankfurt. Ja, dann hätte eigentlich problemlos noch bis Iserlohn Lettmate noch ranfahren können. Aber okay, muss man halt wollen. Aber die nicht so mit empfallenen Fahrten werden durch Regio abgedeckt. Und ein paar Mal am Tag fährt auch die HLB den RE34, dann aber nur im Abschnitt zwischen Iserlohn, Lettmate und Siegen. Das dann mit Lind-Triebwagen, Lind 41, Baureihe 648. Dann die RB91 hat auch zwei Betreiber von Hagen Hauptbahnhof nach Siegen Hauptbahnhof über Iserlohn, Lettmate, Werdohl, Finnentrop, Lennestadt und Kreuztal. Zum einen die meisten Fahrten Regio NRW mit Flirt 1, Triebwagen Ex Abellio, zweiteilig Baureihe 426, dreiteilig Baureihe 427. In Tagesrandlage fährt die HLB aber auch seit jeher einige dieser Fahrten wieder mit Lind-Triebwagen, Baureihe 648, aber auch Baureihe 640, das ist der kurze Lind, der Lind 27 oder auch den 1648 mit ein bisschen mehr Bums unter der Haube. Das dient Tauschfahrten mit der RB92 von Finnentrop am Biggesee entlang nach Olpe. Das ist schon seit einiger Zeit so. Ansonsten Güterverkehr und Sonstiges. Der Umstand war am letzten Drehtag hier schon derselbe. Da kam ein bisschen was an Güterverkehr. Wäre jetzt am Feiertag schon tatsächlich Glück. Ansonsten hätten wir eine Zugfahrt je Linie, je Richtung. Also vier Züge jetzt im Angebot, um diese Anlage uns zu Gemüte zu führen. Das noch dazu. Wie gesagt, ich gehe von Ferne überwacht aus beiden Richtungen aus. Okay, dann
erstmal viel Freude hier mit den Aufnahmen. Heute ziemlich einmalig aus Lennestadt Germania-Hütte.
Jo, da war das passiert, was ich eigentlich nicht wollte. Aber beide Züge sind pünktlich und somit ist es sehr legitim, dass das eine Einschaltung geblieben ist. Ja, die eine Perspektive will ich jetzt trotzdem noch mal ausprobieren, die ich sonst noch mit Zug gegeben hätte. Ah, die wäre es gewesen. Ja, wäre jetzt auch nicht schlecht, aber ich müsste jetzt 45 Minuten warten. Und ich gehe natürlich jetzt auch nicht unbedingt vom Güterverkehr aus. Oder sollen wir noch mal einen Moment warten? Wollen wir unser Glück mal herausfordern? Na gut, probieren wir es mal. 10 Minuten warte ich.